Irgendwer hat gerade gesagt, dass die Bürger es da so gut haben. Oh ja, stimmt. Ja, ein Teil halt, ne? Keep it down. Yes? Happily. Ein Schriftwechsel zwischen den Kapitänen Raiki und Maskoro, wer auch immer die sind. Und den oft bewunderten, aber fragwürdig gewandelten Captain Raiki. Dieser Brief sollte die Brass Citadel lange vor mir erreichen. Was dein Glück ist, denn du wirst Zeit brauchen, um mit ein paar Satoa-Spielen gegen genug Geld zu gewinnen, um unsere letzte Wette zu begleichen. Fordert keinen Captain der Hukopa, war schon ein toller Name, zu einem Choro-Kern-Welt spucken heraus. Ja, natürlich nicht. Wer würde das schon tun? Meine Älteste hat dir ein paar dieser feschen Socken gestrickt, die du so magst. Obwohl ich mir habe sagen lassen, dass das Deadfire die Art von Ort sei, dem man gerne den Sand zwischen den Zehen fühlt. Vielleicht ist das vielleicht der Zufluchtsort, von dem alle schwärmen. Du wirst es früher wissen als ich. Wenn du unsere Segel siehst, halte ein paar Tahiva-Spieße, ein bisschen Arak und etwa 30 Paloe-Nüsse verschiedener Größe bereit. In großen Taten und unbedachten Wetten, Captain Maskoro. Meine Fresse, wie viele schwer auszusprechende Worte kannst du in einen Text machen? Ja. Wofür habe ich das jetzt geklaut? Ihr müsst nicht alle schleichen, Sweeties. Das ist okay. Eine junge Frau mit einem breiten, strahlenden Lächeln und leuchtenden Augen hebt ihre Hand und winkt ihr kurz, aber enthusiastisch zu. Dann hält sie mit einem übertrieben, verlegenen Blick in und verschränkt ihre Arme vor der Brust. I always forget that part. Say, you're the watcher of Cad Nua, aren't you? I've never met anyone famous before. Ja. It's okay, don't worry. You don't have to be starstruck. I could give you an autograph. Except the Hazanui. She yells at me sometimes. Awesome! Ich grinse mit unglaublich breit. Was? Die Hazanui schreit dich an? Ist denn was vielleicht erregbar? Gibt's was bekommen? The Hazanui yells at you? And you're like that? Oh, all the time! Oh, even better! Sie verzieht ihr Gesicht zu einem Ausdruck gespielter Ernsthaftigkeit. Trotzdem kann sie sich ein Lächeln nicht verkneifen. Where's my white leaf? Stop daydreaming. So bore me, if you lose the letters again, I'll have you clean the latrines. She does make a really good impression of the Hazanui. I give her that. Mit diesem letzten Kommentar beugt sie sich näher heran, ihre Augen weit aufgerissen, ihre Stimme leise und voller Ehrfurcht. All this time, I didn't realize she knew my name. You got serious problems. Bist du immer so leicht glücklich zu machen? It's just, this is my first time away from the rough country. I'd heard there were thick, green forests and sandy beaches without a storm in sight, but I never imagined this. You must have traveled lots, seen all sorts of amazing places. Stefani faltet ihre Hände unter ihrem Kinn und sieht dich aufmerksam an. Interessiert dich das so sehr? Ich habe Abenteuer erlebt, die du nicht glauben würdest. Oh ja, die glaube ich keiner. Sieh dir die Welt in Safari. Reisen ist toll. Sicher, ich muss nur verhindern, dass dass sie alle niedertrampelt. True. Schulterzucken, wenn man es genau betrachtet, ist ein Ort wie der andere. Oh, wenn das jetzt wieder diesen Weltgewandtheitstrade triggert, das ist echt schade, dass ich mich zwischendurch die Gruppe getauscht und Jodie mitgenommen habe. Eigentlich hätte ich sie eh reintauschen sollen, weil es wirklich durchs Tempelviertel sind, aber ich habe keine Gelegenheit gefunden, meine Gruppe durchzutauschen. I sure hope to. Ja, okay, es macht eh keine Weltgewandtheit von mir aus. I'd love Rawatai, but it's hard to go a week without seeing storms. Or hearing about mudslides burying a village somewhere.
Die Heiterkeit verschwindet aus ihrem Gesicht, aber nur für einen Moment. Dingens, handeln? Ihr Gesicht verzieht sich vor Enttäuschung. Hey! I really wish I could, but my supplies are for the Royal Deadfire Company and our allies. Has Anui's orders. Maybe if you impress her or Atsura, they could make an exception. Yeah, I go talk to them. Was ist denn das für ein langweiliger Raum? Da gibt's nicht mal was zu klauen. Hat denn das designed? Yes. Certainly. Indeed. Besser. I'm here. Not a sound. Oh ja, das ist wichtig. Das Buch brauche ich ganz bestimmt. Ein Stück von rauer Teil für das Deadfire, gestiftet von Korallen Metzruhe. Der Ruhm ist unser, euer Ringanui. Ist es auch jemand von Kanas Verwandten? Hasenui Karu läuft in der Nähe ihres Schreibtisches auf und ab, durch sie wie ein Hai wirkt, der in seichtem Wasser kreist. Ihre Zähne umklammern eine lange, elegante Pfeife, aus der ein beißender Rauch aufsteigt und die Hasanui wie Kielwasser hinter sich herzieht. Bis er eintritt, schaut sie auf und nickt ihr zur Begrüßung kurz zu. The former Lady of Cadnua and one-time Terrifier of Harbormasters, if Dockside Tales are to be believed. You have not brought much good news of late. Sorry, that's kind of my thing. So, in addition to pirates, profiteers, and slavers, the Deadfire has a vengeful god roaming its waters? Ja, so sieht's aus. Das könnte schlimmer sein, zumindest ist es nicht Skane. True. That would be worse. Allerdings habe ich da noch ein Wörtchen mitzureden. Ich muss mehr wissen, bevor wir über seine Motive spekulieren können. Ich glaube nicht, dass er das die Absicht hat, irgendjemandem Schaden zuzufügen. Genau. He killed 322 of my own people, but I'm sure he didn't mean it. Ich werde ihn sowas von aufhalten. Good. Because the last thing the archipelago needs is another disaster tugging at the seams. He must be stopped. Yeah, I will do that. Sie bleibt stehen, dreht sich zu dir um. Endlich kannst du einen guten Blick auf sie werfen. Sie ist zwar nicht besonders groß für eine Aurora, aber sie hat eine aufrechte Körperhaltung. Ihr verwittertes Gesicht ist schon vielen Tagen auf See von Sturm und Sonne gezeichnet, doch ihre Augen sind scharf und aufgeweckt. Genau deswegen bin ich zu euch allen in den Palast gekommen. Ja, er ist ein Riese aus lebendem Adra, der im Handumdrehen Seelen absorbieren kann. Irgendwelche Einfälle? Das dürfte ja wohl klar sein. Genau, Captain Obvious. Niemand hat das mehr auf ihn abgesehen als ich.
Ich muss ihn zuerst mal finden. Genau, niemand will ihn lieber finden als ich. Er ist ja schließlich auch aus meinem Keller entlaufen. Determination. That's good. Yes, I'm very determined. But you need a plan and an ally. Ich beobachte dich hier auf Augenblitzen berechnend. The Valians won't lift a finger if it isn't to snatch a coin, and the Huana will barely do that much. No? Tell it to the water shapers who washed your stranded boats from sandbars, Hasanui. Kyo verschränkt die Arme und wartet. Ich glaube, er ist pissed. No one takes charge to solve the big problems. But perhaps we could work together to our mutual benefit. Die pfeift in ihre linke Hand, während sie das tut, bemerkst du, dass ihre rechte ungewöhnlich ruhig ist. Da bin ich mir nicht so sicher. Das könnten wir vielleicht. Was meinst du damit? Ja, maybe. Look around. Dead fires full of fertile temperate islands. Except for Andra's mortar. It's largely free of rough weather. So, wenn Citron nicht in der Kamera ist, dann können wir uns wenigstens Tigo angucken. Ist nicht die geilste Kameraausrichtung, aber hey. Als sie mit ihrer rechten Hand winkt, fällt ihr auf, dass ihre Finger ungewöhnlich unbewegt bleiben. Du kennst, dass sie eine außerordentlich gut gearbeitete Prothese trägt. Yet much of it is uninhabited. Itinerant tribes drift between some of the islands, and smugglers and slavers cluster around the rest. It's a waste. Imagine what this place could be, with well-guarded shipping routes. How many Rauhataians we could feed with plantations here. Yeah, but it's not your land. Und was genau hat das mit mir zu tun? Und was macht dich anders als die anderen Mächte hier? Das ist ein lohnenswertes Unterfangen. Du wolltest also, dass Deadfire zum Wohle Rauhatais aus. Oh je. Das ist so, damit kann ich Maya glücklich und Tekio unglücklich machen. Damit umgekehrt. Und was genau macht dich anders als die anderen hier? Ein Rauslachen ertönt aus ihrer Brust. The Valian Trading Company wants to leech every last coin they can from the Deadfire, no matter the eventual cost. They're little more than thieves. And you want to leech food from here to your homeland. That's not thieving. The Principi are actual thieves, no matter their pretensions of nobility. And the Juana are happy to let them all pick away at their fractured empire. Where you see fractures, I see the lines of age. Lines big enough to sail the Valian fleet through. We're interested in building something here. Ach komm. Ich werde mich so oft noch für die Huana aussprechen. Da kann ich auch einmal was sagen, was die Maya glücklich macht, denke ich. Why are you special? Ob sie auch so ein Kinderbuch in ihren frühesten Kindheitstagen ausgefüllt hat mit Special. Also ja, das lohnt sich total. Das ist sowas von meiner Überzeugung. Ich bin ausnahmsweise mal nicht pro Huana. Glad you agree. Ja, Schatz.
If you're chasing the god who's stomping this place into the ground, then we have a common goal. Okay. And if you're going to survive here, then you could use an ally. Ein Hauch eines Lächelns zieht von ihrem mit Teer befleckten Ohr aus in ihre Lippen. Was ist denn Sinn? Das stimmt. Ich bin alleine bis hierhin gekommen. Ich brauche niemand anderen. Das ist eigentlich auch wahr. Was hast du dir da so gedacht? The disaster at Hasango remains a key concern. We rely on the port there to ship food back to Rawatai. Der Entzug in ihrer Pfeife und der daraus entstehende Rauchwolke versteckt sie ihre Besorgnis. Ja, mein Schatz, ich guck gleich. That's on hold until you investigate. Short of that, there are other matters that demand attention. Atsura, our Grand Secretary, has a plan that would make use of your unusual talents. His office is downstairs. He can tell you more. Okay. What happened to your hand? I'm not overly curious. Sie streckt ihren Arm aus und hält ihr die Prothese hin. Es ist ein ausgezeichnetes Stück mit verstärkten Gliedern in jedem Finger und einer glatten, geschliffenen Oberfläche. It happened a year into my first command. We were chasing pirates along Rawatai's south coast, and they landed a shot right next to our magazine. A lucky hit. I ran below. The fire was already spreading and making for our powder stores. What did you do? I smothered what I could with my uniform, pulled the rest away with my own hands. That's incredibly bold and terribly stupid. Ziemlich wilde Geschichte. Es muss doch einen anderen Weg gegeben haben. Ich hätte für mein Schiff und meine Mannschaft dasselbe getan. Ach. Okay, ich habe gerade gesagt, dass es dumm ist, aber das will ich sagen. Wenn du das nicht getan hättest, wärst du und deine Mannschaft vermutlich gestorben. Ja. Obviously. Zumindest hast du eine Hand behalten. Oh Gott. Ich hätte dasselbe getan. Yes, 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 mehr Punkte. Ich liebe den Dutiful Trade. Mit dem, also den habe ich voll raus. Schade, dass wir die Pelagina nicht dabei haben. Weil ich ja nicht in die Valiant Trading Company Headquarters rein durfte. We don't get to choose our challenges, do we? Just the way we meet them. That's very wise. See, that's why I like her. There's a cost to every victory. And the win goes to those willing to make a sacrifice. Sie betrachtet die hölzerne Hand, dreht und wendet sie im Licht, spürt Zufriedenheit in ihrem Blick. I'll bet you already know a thing or two about that. And if you don't, Deadfire will teach you soon enough. Und wofür ist das Spielbrett? Hazatoa. Atsura and I usually have a game running. And this one's been going on for over a month and a half. Okay. Is it that complicated? Atsura's good at misdirection. But I've got a mind for the long game. Yeah, I bet you do. You look like you've come with a purpose. No, I just wanted to leave. Oh, Maya likes me too. Warum wollte Maya jetzt nicht mit mir reden? Oh ja, ich habe Tekio verärgert. Ich sollte mich vielleicht nicht so darüber freuen. Also jetzt, wo du so lieb da liegst, muss ich ja doch nicht nach dir gucken, ha? Hey! Tür auf! Watch out, an important business!